Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mechanized Box von Fear Factory. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mechanized von Fear Factory, das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album der Band. Wir haben hier eine Box im Hochformat und bevor wir die Folie hier abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier zum einen mal den Boxinhalt. Also wir lesen hier Fear Factory Mechanized Limited Tour Edition contains Mechanized Album CD inklusive 3 Bonustracks, Demokassette, Earplugs, Belt, 4 Buttons und Bandana. Ja, Earplugs, das sind so Ohrenstöpsel, Ohrenschützer und Belt ist ein Gürtel, Demokassette, ja, eine Demokassette. Gut, ansonsten würde ich sagen, machen wir mal die Folie ab, was wir übrigens auch noch auf dem Sticker sehen, schauen wir uns auch gleich noch an. Ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so von Interesse wie der Boxinhalt, aber ups, bevor ich es komplett zerreiße. So, schauen wir uns das auch noch an. Und zwar haben wir hier auf dem Sticker auch noch die Tour Dates. Hier lesen wir es. Die European Tour Dates, also die Tourdaten Europa betreffend. Ja, das ist schon etwas länger her, nachdem das Album ja auch schon etwas länger her ist, 2010. Von daher, glaube ich, ist es nicht mehr von allzu großem Interesse. Okay, so, wir haben hier eine Box in Schwarz und Grau vom Artwork her. Und dann haben wir hier in so einem silbernen Farbton hier den Schriftzug der Band Fear Factory. Darunter den Albumtitel Mechanize und hier in der Mitte haben wir dann eine interessante Abbildung. Das Ganze ist hier auch so geprägt, also man kann sie wirklich spüren. Zumindest das hier in der Mitte. Sieht für mich so aus wie zwei Rückenmarkstränge, die hier so hintereinander oder nebeneinander angeordnet sind. Und oben, wo das Ganze dann eigentlich, also beim Menschen dann in den Hals, in den Kopf mündet, haben wir hier dann wie so zwei Klingen, also sieht so aus wie so Sensen, Sicheln, sieht auf jeden Fall gefährlich aus, auch so vom Artwork erinnert es mich etwas so an Alien vs. Predator. Fear Factory hier unten zu lesen, rechts der Albumtitel, oben Fear Factory, Mechanize und die Katalognummer und Mechanize auf der Seite. Auf der Rückseite lesen wir hier nochmal, was sich hier drin befindet und zwar haben wir hier die Tracklist der Album-CD. Inklusive die 3 Bonustracks, also wir haben 10 Tracks regulär plus 3 Albumtracks, also plus 3 Bonustracks. Und dann haben wir noch die Demokassette aus dem Jahr 1991 mit 3 zusätzlichen Tracks und die weiteren Boxinhalte. Ja, das Ganze erschienen über AFM Records, beteiligte Barcodes, Logos, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So sieht die Box aus. Hier sieht man auch nochmal die Prägung hier von diesem ja, Sensenrückenmark. Und so sieht die Box von innen aus. Sehr spannend, denn man hat das hier tatsächlich in so 3 einzelne Abschnitte unterteilt. Gefällt mir gut. Also wir haben hier zum einen den Gürtel. Dann haben wir das Buttonset. Dann so ein kleines Döschen, hier befinden sich dann die Earplugs, also die Ohrenstöpsel. Dann die Demokassette. Dann das Bandana, das Tuch. Und natürlich hier in dieser mittleren Sektion das Album an sich. Ja, die Box hat hier so einen Einleger, ich glaube genau, den kann man hier auch rausnehmen. Dieser unterteilt eben das Ganze hier in diese 3 einzelnen Segmente. Ist ganz einfach so ein Pappeinleger. Lassen wir mal drin, packen die Box wieder zusammen und legen die derweil zur Seite. So, dann würde ich sagen, starten wir mal die Sachen aus der Folie zu holen. Okay, hier gibt es... Ah doch, hier macht man das Ganze auf.
Okay. So, dazu kommen wir dann noch. Gut, das war's soweit. Die Buttons, ja okay, die lasse ich jetzt einfach mal in der Verpackung drinnen, denn da sieht man eh genug. Und der Rest kommt ohne Folie. Gut, das Album an sich kommt hier in einem regulären Jewel Case. So sieht das aus. Also wir haben hier das Cover ähnlich wie auch schon das Boxcover. Also mit diesem Rückenmark, Sichel, Rückenmark, Sensen. Mechanized Fear Factory lesen wir hier wieder. Dann auf der Seite hier in schwarz. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir, wie gesagt, die Tracklist. 10 Stück plus 3 Bonustracks, exklusiv Bonustracks. Also 13 Tracks total. Dann hier wieder Logos und natürlich der Barcode. Gut, schauen wir rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl, hier haben wir dann mehrere dieser Sensen angeordnet. Dann haben wir die Lyrics zu den einzelnen Tracks, wunderbar. Und hier haben wir auch noch Zitate, also hier zumindest bei diesem Track haben wir 2 Zitate mit dabei, eines von Thomas Jefferson und eins von George Orwell. So, dann geht es hier weiter. Lyrics ohne Ende. Und zum Abschluss, jetzt würde mich nur wundern, wir haben hier, Moment, 2, 1, ja, das ist nur ein auf der linken Seite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, wir haben hier 9 Tracks, eventuell, ja, es kann gut sein, dass einer der Tracks hier irgendwie ein Instrumental oder ein Track ohne Vocals ist. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, sind hier 9 Tracks mit Lyrics abgetippt. So, dann haben wir hier zum Abschluss die Credits zum Album. Dann haben wir hier noch die Original-Demo-Songs aufgelistet. Die 3 Stück sind es. Und zum Abschluss gibt es nochmal hier diese Spirale. Ja, das war's. Hier haben wir die Bandmitglieder abgebildet, sowohl mit Foto als auch mit Namen. Alle 4 Herrschaften abgebildet. Und so sieht dann die CD aus. Fear Factory Mechanized, lesen wir auch hier wieder. Und auf der Rückseite, was lesen wir hier? Das ist noch eine umfangreiche Danksagung bzw. Widmung der Band. Gut. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne anhalten, das Video und im Detail durchlesen. Weiter geht's mit Musik, denn wir haben, wie gesagt, nicht nur die Album-CD, sondern wir haben auch hier noch dieses Demo-Tape, kommt hier in schwarz und weiß. Lesen wir auch hier Fear Factory Demo 1991, original aufgenommen 1991, Big God, Self-Immolation und Soul Wound. 3 Tracks. So, das ist der Einleger, also ganz klassisch hier einfach Front- und Backcover, so wie halt diese Seite. Dann die A-Seite und die B-Seite. Wenn ich es jetzt richtig sehe, sind beide Seiten bespielt und auf beiden Seiten sind alle 3 Tracks. Also bedeutet, wenn man dann die A-Seite sich angehört hat, muss man nicht irgendwie herumspulen oder sowas, sondern man kann das einfach dann wenden, das Tape, und auf der B-Seite genauso weiterhören. So, weiter geht's mit dem Bandana. Ja, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde, ist, dass das hier so verklebt ist, denn, aber es scheint ohne auseinander zu gehen. Ja, kennt man bei Bandanas oder auch zum Beispiel bei Postern. Das passiert dann, wenn das Ganze noch nicht ganz getrocknet ist, so vom Druck, und dann haftet das so aneinander, und wenn man es dann auseinander machen will, dann nimmt das Schaden. Allerdings hier, auch wenn es irgendwie ein bisschen gepappt hat, hat es funktioniert. Es gibt hier offensichtlich keine Beschädigungen oder Beeinträchtigungen. Nein, sieht alles gut aus, also bin ich nochmal beruhigt.
Ja, das ist das Bandana. Kommt hier in so einem Schwarz-Weiß-Look. Hier in der Mitte jede Menge so Ornamente und auch hier wieder diese Sensenoptik. In der Mitte lesen wir 2x4 Factory. Also das Bandana ist beidseitig ident, also es ist so gespiegelt. Dann kann man das hier so wunderbar tragen. Und wir lesen hier, das Ganze ist aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Und made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Bandana wieder zusammen. Einfach schnell zusammenlegen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall dieses kleine Fläschchen hier, dieses kleine Döschen. Auch hier gebrandet, Fear Factory, kleiner Anhänger. Und dann kann man das Ganze hier einfach aufschrauben. Und hier befinden sich dann tatsächlich zwei Ohrenstöpsel drin, in Gelb. So Schaumstoff, Ohrenstöpsel, Kunststoff. Ja, die kann man eventuell bei Konzerten verwenden, wenn es einem wirklich dann zu laut sein sollte. Oder bei der Arbeit, wo auch immer, irgendwo Lärmquellen auftreten, damit man seine Ohren hier schützen kann. Buttons sind mit dabei, 4 Stück, und zwar hat man die hier nicht einfach so reingeworfen, sondern die kommen hier wirklich so verpackt. Fear Factory Mechanized lesen wir hier und die Buttons sind auch 3x mit Fear Factory beschriftet, auch wenn es unterschiedliche Designs sind. Und der vierte dann einfach hier wieder mit diesen Sensen. Ja, so sieht das aus, 4 Stück an der Zahl. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch einen Gürtel mit dabei. So, was lesen wir hier? Ah, das ist ein Anhänger, okay. Hier lesen wir Stuff and Things, Josh Bag, okay. Beidseitig. Und dann haben wir so einen Stoffgürtel. Die waren ja eine Zeit lang echt sehr verbreitet. Mittlerweile sieht man sie kaum noch. Also hier die Gürtelschnalle, Silber Hochglanz, Fear Factory Aufdruck in so einem Gold bzw. Bronze. So sieht das dann aus. Der Gürtel an sich ist komplett in so einem olivgrün-grau gehalten. Hier lesen wir dann auch wieder Stuff and Things, 100% Baumwolle. Und ja, den kann man dann sich dann entsprechend in die Hose machen und dann hier einfach einfädeln, genau. Und dann mit Hilfe dieses Verschlusses kann man das Ganze dann fixieren. Man kann den Gürtel natürlich auch in der Länge anpassen, indem man hier zum Beispiel dann etwas abtrennt und dann hier nachstellt die Größe. Also man kann dann hier aufmachen und je nachdem die Größe variieren. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich als Innerbox befindet. Einmal der eben gezeigte Stoffgürtel hier. Dann haben wir die 4 Buttons in diesem eingeschweißten, in diesem Buttonset. Das Bandana in Schwarz und Weiß. Das Bonus-Tape mit den 3 Original-Tracks aus dem Jahr 1991, also Demo 1991 nennt sich das Ganze. Das kleine Döschen hier mit den Ohrenstöpseln und natürlich das Album an sich, Mechanize im regulären Jewel Case mit 10 plus 3 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box, Mechanize von Fear Factory. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fear Factory unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.